Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, beim letzten Mal haben wir uns wieder in Steinfälle befunden. Und zwar ziemlich genau hier, glaube ich. Ja, Vivex Fanfaren. Und ich bin jetzt hier dieses Stückchen hochgeritten hier durch. Ganz wichtig für euch, wenn ihr hier nicht durch die ganzen Gegner durch wollt, nehmt den geraden Weg. Dann bin ich hier hochgeritten und bin hier oben jetzt angekommen und wir können jetzt hier mit dem Feldwebel sprechen. Halt! Was wollt ihr? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, meine Freundin, wir befinden uns inmitten einer Belagerung. Ich wurde geschickt, um euch zu helfen, Feldwebel. Bei Shaws Knochen. Es ist gut, noch eine fähige Kämpferin zu sehen. General Serin hat sich in die Feste Virak hineingegraben wie eine Zecke in den Hals eines Bluthunds und es fällt uns verflucht schwer, ihn wieder loszuwerden. Das Bündnis hat die Feste Virak eingenommen und die Mauern verstärkt. Kräftige Verstärkungstruppen der Nord warten auf uns in Rift, aber diese Feste hält sie auf. Unsere Katapulte können die Mauern nicht durchschlagen und bis jetzt haben sie jede Attacke abgewehrt. Wie kann ich helfen? Garin Endoril führt den Sturm an. Ihr findet ihn im Kommandozelt westlich von hier. Es heißt, wir hätten General Serin in die Ecke getrieben. Möge Kühne euch führen. Spaltet ein paar Bündnisschädel für mich. Ich mache mich auf zum Kommandozelt. So, das ist hier. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher. Hier ist es noch nicht. Sondern etwas höher. Das ist wahrscheinlich doch wieder, oder? Das ist nicht zum Klauen. Das ist wieder eine Truhe. Was ist denn heute los? Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Ich bin nur sehr verwundert, ehrlich gesagt. Dass hier so viele Truhen übrig sind. Ich bin anscheinend zu einer guten Zeit hier. Was man übrigens auch nie liegen lassen sollte, sind Trinkschläuche. Beziehungsweise generell Wasser. Ach, da hinten. Weil man unterschätzt es leider sehr, sehr oft, aber man kann nie genug Wasser haben. Bei den dreien. Freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Was ist hier los? Meine Spione erzählen mir, dass General Serin die meisten seiner Streitkräfte zu Vivex Fanfaren entsendet hat. Er sollte nicht die Stärke haben, die Feste Virak zu halten, aber er widersteht unseren Attacken. Ich denke, ich weiß, wie er das macht. Ich hoffe nur, dass ich mich irre. Wie kann ich helfen, Garün? Nur euch traue ich das zu. Geht an die Front. Es mag grausig klingen, aber ihr müsst die Leichen der gefallenen Truppen des Bündnisses für mich untersuchen. Haltet Ausschau nach etwas, nun ja, Ungewöhnlichem. Und seid diskret. Ich will die Truppe nicht in Panik versetzen. Ja, kein Thema. Wir haben schon so viele. Ich schalte dann doch mal eben ein. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Wir haben schon so viele Filme angeschaut, wo Leichen untersucht werden. Jetzt muss ich nur erstmal herausfinden, wo ich eigentlich hin muss hier. Da sind Zombies. Oh, es geht in eine gute Richtung hier. Nein, ach komm. Wenigstens durfte ich vorher noch untersuchen. Hä, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wo ist denn der nächste? Ja. Lalala, du hast mich nicht gesehen. Du bist ein Zombie, du kannst nicht richtig gehen. Der Basti, der kümmert sich schon darum. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hallo, der Basti kümmert sich um euch. Jetzt habe ich den Unterbrecher benutzt. Ach, ich glaube, ich habe den noch gar nicht gemorpht. Kann das sein? Der Tag ist unser. Nee, nix, der Tag ist unser. Wieso führst du den Zombie hier hin, Basti? Geht das noch? Ich bin hier gerade am Untersuchen gewesen. So, sprecht mit dem, was war das denn jetzt? General, glaube ich, ne? Habt ihr etwas Verdächtiges gefunden? Die Soldaten, gegen die unsere Truppen gekämpft haben, waren verwest. Jetzt versteht ihr wohl, warum ich euch dem nachgehen ließ. Ich will meine Truppen nicht in Panik versetzen. Jeden Tag nach der Schlacht ließen wir den Gegner aus Respekt seine Toten bergen. Doch in der Nacht erhebt sie Serin einfach wieder
damit sie sich uns am nächsten Tag erneut entgegenstellen können. Wie kann ich dem ein Ende setzen? Diese alte Echse schreitet in Asche, kam mit einem Plan zu mir, die Feste zu infiltrieren. Ich sagte ihr, es wäre zu riskant. Doch jetzt kämpfen wir auf verlorenem Posten. Es ist Zeit, etwas zu riskieren. Schreitet in Asche und ein Elitetrupp sind in den Ruinen unter der Feste. Sie wird euch den Rest erklären. Okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich da rum, oder? Betretet die Ruinen? Wie betrete ich denn die Ruinen? Wo sind die denn? Moment. Dahinter, oder? Nee, dazwischen. Okay. Hi, so sehen wir uns wieder. Ich habe einige unserer fähigsten Kämpfer hier versammelt. Wir sind bereit, die Feste zu infiltrieren, sobald der Weg frei ist. Ihr seid ideal für meinen Plan, meine Freundin. Was ist euer Plan? Mein Urahn war ein mächtiger Schamane. Er hat an mich die uralte Formel für ein Elixier weitergegeben, das es Reisenden erlaubt, in der Anderswelt zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten zu wandeln. Es wirkt auf all jene, die schon im Einklang mit den jenseitigen Reichen stehen. Und ihr glaubt, ich bin bereits mit ihnen im Einklang? Ihr seid anders. Das muss euch doch bewusst sein. Ihr seid nicht völlig bei uns, nicht wahr? Das macht euch zur perfekten Empfängerin des Elixiers. Setzt das Elixier ein, um die Katakomben unter der Feste Virak zu durchqueren. Findet die Tür, öffnet den Weg und beendet diese Belagerung. Ihr wollt, dass ich das Elixier trinke? Ja, trinkt es. Dann werdet ihr dorthin gehen können, wohin ich nicht gehen kann. Natürlich werden euch nicht alle in der Anderswelt willkommen heißen. Der Kontakt mit dem Jenseits könnte unangenehm sein. Also geht allen Wesen aus dem Weg, die ihr dort seht. Viel Glück. Naja, ob das so möglich ist, ich weiß es nicht. Verwandlungstrank. Hui. Da ist ein Geist. Der Geist darf mich anscheinend nicht sehen. Hier steht ja auch Schleich durch die Gänge. Kommen die jetzt alle und stellen sich mir jetzt in den Weg oder was? Hallo? Lal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 a. Ach so, hier kann ich eine Abkürzung nehmen. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht so genau. Bastian läuft einfach hinter mir her, ist ja klar. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Können wir auch schneller? Ja. Pupp. Die Tür. Moment, die müsste hier sein. Wie Aale durch Seegras. Wir sind im Inneren. Gut gemacht. Meine Truppen stoßen bereits in den Haupthof der Feste vor. Die Feste ist also unser? Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ohne Verstärkung werden diese Truppen nicht mehr lange durchhalten. Und ich bin überzeugt, dass Serin sich nicht kampflos ergeben wird. Die eigentliche Schlacht hat gerade erst begonnen. Es wird höchste Zeit, General Serin zu erledigen und seinen Abscheulichkeiten ein Ende zu setzen. Dann werden wir die Feste Virak für den Pakt zurückgewinnen. Holgun und Tanval haben die Truppen der Nord- und der Dunkelelfen mobil gemacht. Sie warten nur noch auf das Signal, dass die Tore entriegelt wurden. Ich werde die Riegel entfernen. Wo soll ich nach Serien suchen? Sobald die Tore entriegelt wurden, solltet ihr im Turm der Burg nach Serien suchen. Wir glauben, dass er sich dort verkrochen hat, um seine Zauberbücher zu lesen. Blut für den Pakt. Alles für die Horde. Ich werde die Tore entriegeln und General Serien suchen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Da muss ich hin. Geht mir aus dem Weg, Jungs. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss stürmen. Ich
Achso, ich wollte gerade sagen, gerade war es noch hinter mir. So, dann schauen wir mal. Entriegeltes Nordtor. Ach, so ein lächerlicher Frostmagier hält mich doch nicht auf. Die Frage ist... Ah, jetzt. Wir warten auf euch im gesicherten Bereich. Für den Pakt. Mach das. Für den Pakt. Aber ich bin doch eigentlich Dominion. Hallo? Warum denn für den Pakt? Ich wollte doch gar nichts für den Pakt machen. Da die Tore. Hallo? Oh, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Geht's noch? Bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Hervorragende Arbeit. Kommt so schreitet in Asche und mir, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Können wir leider nichts holen, okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen irgendwo hier hin, ne? Ja, natürlich wird man dann angegriffen. Och, Jungs. Ganz ehrlich. Natürlich steht er jetzt da hinten und wartet mit seinem Loot auf mich. Ich muss aber hier rein. So, was mit euch passiert? Hier kann man nichts nehmen. Ach, jetzt will er mit mir reden. Zu spät. Ihr kommt zu spät. Geht es euch gut, Soldat? Wo ist General Serien? Er ist weg. Dieser Milchtrinker hat an uns herumexperimentiert. Wollte uns zu einem Teil seiner untoten Legionen machen. Er hat sie verwandelt. Mich hat er auch verwandelt. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Was kann ich tun? Zu spät. Ich sterbe. Dann kehre ich wieder. Serin hat etwas vor. Ein nekromantisches Ritual. Geht und haltet ihn auf. Ihr müsst der Sache ein Ende machen. Verbrennt Serins Tagebücher mit einer Kerze. Das Feuer erledigt den Rest. Los! Okay. Wenn ich sie... Ja, ich muss den Boden anvisieren, um die Kerze zu nehmen. Okay, das ist Teso. Nein. Nein, wir wollen aber nicht, dass der jetzt verbrennt. Basti, geh mal lieber aus dem Feuer raus. Nö, Basti möchte lieber ein Schnitzel am Grill werden. Okay. Gut. Wir müssen da hoch. Der Hof ist sicher. Der Pakt hat wieder die Kontrolle über die Feste Virak. Doch General Serin lebt noch. Wo ist er? Er wird für vieles gerade stehen müssen. General Serin befindet sich im Anwesen. Er verwandelt Soldaten in Zombies. Dieser General ist ein Ungeheuer. Ich danke euch, Soldat. Wir werden dafür sorgen, dass die Toten in Frieden ruhen. Wir dürfen nicht zulassen, dass General Serin sein Ritual zu Ende führt. Garin und ich sind bereit, seine Schutzzauber zu bannen. Macht euch für einen Kampf bereit, Soldat. Was erwartet mich hinter dem Tor? Die Toten werden euch begegnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Serin hat unsere Krieger in untote Sklaven verwandelt. Sobald der Schutzzauber gebannt ist, geht durch das Tor. Bahnt euch einen Weg zum Anwesen und stellt General Serin. Wir kommen so schnell wie möglich nach. Ich werde General Serin auslöschen. Achso, da. Bahnt mir den Weg. Ich bin wütend. Ich muss die Leute rächen. Der Zauber wurde aufgehoben. Geht und findet Serin.
Ja. Wir stoßen zu euch, sobald wir unsere Stärke zurückhaben. Okay. Dann bis nächste Woche. So. Wir müssen da hoch, ne? Denke ich mal. Schwuppdiwupp. Ich weiß nicht, wer von euch mir folgt, aber vielleicht kriege ich das noch vorher hin, hier durchzulaufen. Huch. Guten Tag. Partysprengung. Wo kommen die anderen jetzt her? Hallo? Achso, die anderen sind noch. General Serien. Weißt du, dass du ein Fleischatronach bist? Der Vorplatz was? Ist gesichert. So, tötet den General. Hab ich doch gerade gemacht. Oder nicht? Wollt ihr das nicht? Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass es verbuggt. Hallo? Achso, ich drück die ganze Zeit auf E. Oh, sag mir das doch einer. Und ich denke, ich drück hier auf 3. Müsst ihr den Tod irgendwie bestätigen? Ah. Wir haben es geschafft. Der General ist tot. Nein! Ich darf nicht scheitern. Nicht Garin! Nicht Garin! Das Dolchsturzbündnis hat mir meinen Sohn genommen. Tanwa, nein! Das Korallenherz ist zu mächtig. Nein, Holgun! Das Bündnis muss büßen! Tanwa, was habt ihr getan? Ja, ich kann ihn verstehen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich auch Amok laufen, wenn irgendwas mit meiner Tochter passieren würde. Und glaub mir, der Kerl würde danach seines Lebens nicht mehr froh sein. Bei Shaws Knochen. Tanwal ist verrückt geworden. Ich kann nicht glauben, dass er das Korallenherz genommen hat. Und Garin, verflucht sei das Schicksal. Die Wölfe kreisen uns ein, meine Freundin. Warum sollte Tanwal das Korallenherz stehlen wollen? Er hat vor, es zu benutzen, um Sadal, den zweiten Bruder des Zwists, zu befreien. Wir müssen ihn aufhalten. Ganz Steinfelle wird leiden, wenn Tanwal die gepeinigte Spitze für seine Pläne nutzen kann. Ja, und wir erhalten einen Fähigkeitspunkt und einen schweren Brustkorb vom Schröterpanzer. Absolut. Trollblut. Dieser Tage kann uns alles auseinanderbringen. Was denkt ihr? Wie werden meine werten Nord und die Argonia darauf reagieren? Wenn Tanwal noch ein magisches Ungetüm in die Aschlande beschwört, dann könnte das Ende für den Pakt bedeuten. Wie halte ich ihn auf? Es gibt nur einen Ort, an den er gegangen sein kann. Kragenmoor. Diese Stadt ist das Tor zur gepeinigten Spitze. Um an den Schutzzaubern am Fuß des Berges vorbeizukommen, muss er mit dem Dresgroßmeister sprechen, der den Schlüssel hat. Geht und haltet ihn auf. Dann gehe ich nach Kragenmoor. Geht, meine Freundin. Sorgt dafür, dass Tanwal sich nicht umbringen lässt. Ich habe heute schon so viel verloren. Holgun, kann ich euch 1-2 Fragen stellen? Ich bin verletzt, verflucht noch eins. Aber ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten, die ihr habt. Komm, du blutest noch nicht mal. Jetzt markier hier mal nicht den großen Verletzten. Wer ist Sadal? Sadal ist der zweite, größere Bruder des Zwists. Wir haben Balred am Aschberg zurück in seinen Käfig gesteckt. Doch sein uralter, lodernder Bruder lauert noch immer im Herzen der gepeinigten Spitze. Wir dürfen nicht zulassen, dass Tanwal dieses Monster freilässt. Was ist die gepeinigte Spitze? Noch einer von diesen verfluchten Vulkanen hier in Morrowind. Wie den Aschberg haben sie die Spitze in ein mystisches Gefängnis für einen der Brüder des Zwists verwandelt. Sie liegt südlich von Virak, ein Stück hinter Kragenmoor. Stimmt etwas nicht mit Kragenmoor? Es ist eine Bastion des Hauses Dres. Und der Großmeister ist der einzige mit Zugang zum Berg. Die Spitze wird von einem magischen Schleier umgeben, der verhindert, dass man zu ihr hinaufkommt. Um zur Spitze zu gelangen, müssen wir uns auf die Dres einlassen. Warum glaubt ihr, hat Tanwal das getan? Wegen Garin. Er war Tanwals einziges Kind. Und Garin aufzuziehen, hat ihn mit mehr Stolz erfüllt als all die Medaillen und Ehrungen, die man ihm im Krieg verliehen hat. Garin an das Bündnis zu verlieren, hat Tanwal gebrochen. Ich glaube, er hat den Verstand verloren.
Ja, wir müssen nach unten durch die Tür, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Und sollen danach dann wieder nach rechts. Ich liebe es, wenn die mir immer verschiedene Sachen anzeigen. Ja, das scheint Kragenmoor zu sein da hinten. Das heißt, wir laufen dann hier durch. Und dadurch. Und finden kein Kragenmoor. Weil das ganz hier unten ist. Na toll, na toll. Das war ja mal wieder klar. Also das sind diese super tollen Anzeigen von Teso. Hätten wir einfach nur irgendwie anders laufen müssen, beziehungsweise hätte er mir auch direkt anders anzeigen können. Hätte ich vielleicht sogar importen können. Aber naja, gut. Wobei, ich glaube, da habe ich jetzt noch keinen Wegschein offen. Dann sage ich einfach mal, dann ist das bestimmt der perfekte Zeitpunkt, um hier mal eben einen kleinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Kragenmoor wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.